Du stehst halt im Weg. Ich habe den Speicherstand auch mitgenommen. Wuhu! Und es, ich habe mich schon getestet, das hat funktioniert. Ah, so, wir müssen ja. Wenn ich mich jetzt recht erinnere. Das ganze Tag schon wieder. Why? Why flackert ihr? Warum, ernsthaft, warum flackert ihr? Ich kann nicht mehr raus. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hä? Warum flackern wir? Oder warum flackert das Spiel? Warte mal, konfigurieren. Als erstes, warum kann ich nicht mehr rausklicken? Haben wir damals Software? Ich glaube, wir haben damals auf Software gemacht. Übernehmen. Ich probiere es jetzt nochmal. Ansonsten muss ich mal gucken, warum wir flackern. Ich lade mal schnell. Ha, guck mal. Jetzt hat auf Software geht's. Lag da dran. Jetzt gehen wir erstmal auf Dauerrennen. So, die Fragen aller Fragen. Nee, hier nicht. Wir haben... Jetzt flackert nichts mehr, das ist gut. Okay, wir haben... Hier drüben noch ein bisschen was zu tun. Wir haben noch ein paar Missionchen. Hier unten das Eck kann man nicht erkunden, aber hier kann man ein bisschen erkunden. Und hier können wir noch machen. Bevor wir die restlichen holen, würde ich sagen. Also in dem Moment, wo wir den Rat der Sieben zusammen haben, kommen wir hier nicht mehr her. Und wenn wir den Rat der Sieben dann schon zusammen haben, dann ist es natürlich richtig doof. Weil dann können wir hier sämtliche Quests nicht mehr machen. Und wir wollen ja alles machen. Wir wollen ja auch die heiligen drei Waffen finden. Dafür werde ich dann auch wieder ein bisschen Google mitnutzen. Weil den Dolch zum Beispiel hatte ich noch nie. Weiß auch nicht, wo der ist. Muss ich ehrlich sagen. Hier sind wahnsinnige Skelette. Okay, Zombies. Auf der Seite. Schauen wir erstmal, wo ist denn hier ganz oben? So. Hat wirklich nur noch das Eck. Dann haben wir die gesamte Karte aufgedeckt. So. Da ist überall Sumpf. Das ist so sumpfig. Es geht ja ganz schön auch rüber hier. Das schaut mal aus wie ein Grafikfehler. Okay. Wahnsinniger Skelettmeister. Der tut fast ein bisschen weh. Ah. Ich habe gar keine Pyramiden gedroppt. Die muss ich natürlich droppen. Die darf ich nicht vergessen. So. Ja gut, ein bisschen können wir hier rumlaufen. Wenn wir zu schwer werden, tragen wir halt mal schnell einen Stärketrank. Und dann muss ich jetzt nicht extra raufporten. Und die Pyramide droppen lassen und dann wieder hierher. Das wäre Schmarrn. Das wäre absoluter Schmarrn. Hä? Spieler, lauf doch dahin, wo ich will. Sammel das Gold. Sammel das Gold ein. Danke. So. Oh Gott, da halte ich mich raus. Oh, toll. Hat nicht geklappt. Wir sind nicht Das dürfen wir übernehmen. Oh Gott. Wieso macht uns Gift so wenig ja gerade aus? Warte mal hier. Was haben wir denn für Gift-Resi? 15. Nee, Geist-Resi. 83 Gift-Resi. Geist-Resi 50, 83. Feuer ist halt. Blitz ist auch. Okay. Wir haben ein bisschen Resistenzen. Krass.
Ein bisschen... Ach! Resistenzen. So. Aber ich finde, unsere Wahrnehmung ist wieder ziemlich runtergegangen. Kann das sein? Wir haben nicht mehr viel Wahrnehmung. Oh, nö. Gold nehme ich mit. Noch. So, wahnsinniges Skelett. Ich kümmere mich um den. Und ist auch noch einer. Eigentlich wollte ich hinhauen. Wir müssen übrigens dann trotzdem mal speichern, weil wir hier irgendwie demnächst in die Nähe kommen von so einem komischen Baum. Super Stärke dran, nehme ich. Weil ich weiß, ich muss von dem Baum eine Pflanze mitnehmen. Ich muss einen Ast abbrechen, das weiß ich. Weil wir haben ja da noch ein paar Missionchen offen, die wir machen müssen mit dem Baum. Gut, Ast abbrechen, glaube ich, wird schwer, weil der Baum ist... Ich weiß es nicht mehr, was wir machen müssen. Warte mal, lass mich mal kurz gucken. Rat der Sieben herbeirufen, ja gut. Warum scrollst denn du so schnell? Gaham rächen. Gaham hat im Kampf gegen Sirgon einen brutalen und grausamen ehemaligen Soldaten im Auge verloren. Jetzt rechnen. Sirgon, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Das können wir googeln. Wo steckt Schrippo? Nee, das Apollo sucht seinen guten Freund. Er vermute ihn anscheinend in der Nähe des Friedhofs. Der Baum. Okay. Der Alchemist im Dunkelmalt will mir mehr über Alchemie beibringen, wenn ich ihm eine besondere Kraut bringe, das von einem alten Baum bewacht wird. Wie schwer kann das schon sein? Mord an Herzog Ralfen. Den müssen wir auch noch machen. Der Konflikt zwischen Elfen und Lösen. Böse Verwandlung. Ein Eber. Magier als Schlachtvieh verkauft. Ich weiß nicht, ob ich fantastisch oder grausame Geschichte glauben soll. Das Haus des bösen Magiers im Südosten kann ich über den armen Heiler rausfinden. Okay, Herr Dämon. Corinna wird mir beibringen, wie ich einen Dämon herum. Aber dazu brauche ich noch ein paar Dinge. Ein Zweig des sprechenden Baumes im Dunkelwald. Eine Flasche von Wein von Pregor, dem Weinhändler. Und ein Buch, das sich in Penumbras Besitz befindet. Sie ist der Gilde der Diebe. Sie ist bei der Gilde der Diebe eingesperrt. Wenn ich sie befreien will, muss ich die Diebe der Gilde beitreten. Ach so, okay, Penumbra. Ich wusste doch, ich kenne Penumbra irgendwoher. Okay, geht. Die heiligen Waffen finden, da fehlt noch eine. Fehlende Lieferung. Waren die von Markus? Ein Händler auf Markt Flussheim ist nicht angekommen. Er bat mich, südlich des Marktes seinen Karren zu suchen. Ja gut, das habe ich ja. Und er scheint tot dran. Ja, viel ist es ja nicht mehr. Also wir brauchen einen Ast und eine Pflanze von dem. Wer seid ihr? Heil, Mensch. Nicht viele von euch haben den Mut, so tief in den Wald hineinzugehen. Ich hoffe, ihr habt den Weg nicht verloren. Hi, Elf. Seid vorsichtig. Ihr seid der Domäne von Arbeit. Sprengende Baum. Sehr nah gekommen. Es ist seit einiger Zeit her in wirklich schlechter Stimmung. Und wenn das der Fall ist, geht ihm besser aus dem Weg. Warum fällt ihr nicht einfach? Dummer Mensch. Ist kein einfach. Hier draußen. Das ist unser Wald. Nee, ja. Als ob euer Wald so gut ist. Was wollt ihr mit einem Wald? Oh ja, da ist er. Speichern. Da ist er. Hier. Wer stört mich? Wer wagt es, sich zu nähern? Es tut mir wirklich leid, dass ihr euch gestört habt. Ich bin schon weg. Ich bin nur auf Kräuter dort in der Nähe einsammeln. Die hier. Beruhige dich, Baum. Es gibt keinen Grund zur Aufregung. Ich bin weit gereist, um dich zu treffen. Mich zu treffen? Was willst du von mir? Ich
wollte nachsehen, ob du immer noch hier stehst. Nee, ich benötige unbedingt etwas von dem Kraut, von dem heißt es, nur in deiner Umgebung spreist. Daher würde ich dich fragen. Also hier liegt der Zweig und hier ist das Kraut. Ich bin schon weg. Dieses Mal lasse ich euch noch ziehen. Solltet ihr euch jemals wieder stören, dann habt ihr einen wirklich guten Grund dafür. So. Das ist der alte Baum. So, und ich verpiss mich jetzt. Weil der Baum ist... Der macht einen One-Hit. Zumindest damals hat er einen One-Hit gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob der mich immer noch One-Hit macht, weil wir deutlich stärker sind als damals. Aber das ist der Baum. Ich habe mir den Zweig geklaut. Ich weiß nur, man darf ihn nicht darauf ansprechen, dass man den Zweig klauen möchte. Ich habe jetzt den Zweig. Wo ist er? Ich glaube, der zählt als Waffe hier. Den Zweig und dieses Kraut. Hier. Sehr außergewöhnlich, wächst nur am Ding. Okay, die haben wir beide jetzt. Das ist gut. Ich glaube, ich laufe hier echt nur noch durch. Den Rest machen eh irgendwie die Killer-Skorpionchen alle zusammen. Ich muss ja fast nichts mehr machen. Nicht nur fast nichts mehr, ich muss nichts mehr machen. Aber so ein bisschen hinhauen will ich eigentlich schon mit. So. Da ist der Baum. Wer stört mich? Ich sag einfach nichts. Da. Okay, nichts sagen hat nichts gebracht. Ich wollte eigentlich nur das Eck mit erkunden. Triggern wir mal alle Gegner, hä? Ah, der schießt noch auf mich hier. So. Wir haben alle Gegner, denke ich, getriggert. Hey, hier ist eine Kiste. Der Baum hat Reichweite, Alter. Oh, der schießt auf mich gerade. Der Baum hat echt ganz schön Reichweite. Guck mal her, wie viel Reichweite der hat. Das ist ein fucking Baum. Vor allem, welcher Baum kann schießen? So. Irgendwo müsste jetzt auch der komische Magier noch leben. Wie geht's eigentlich meinen Killer-Skorpionen? Die haben, der eine hat ja da ein bisschen Hit. Könnte ich mal... Der hat ein paar Hits abgekriegt. Super Magie. Dem geht's soweit gut. Dem, der braucht noch ein bisschen Heal. Und jetzt würde ich gerne mal ein bisschen Magie wieder haben. So. Der Baum hat ganz schön Reichweite, Alter. Aber wir haben die zwei Quests gemacht. Wir haben jetzt den Zweig geklaut. Und, Ding, jetzt ist halt der Baum böse. Aber das sollte uns jetzt halt nicht so stören. Weil, da müssen wir jetzt eh nicht mehr hin. Jetzt machen die Killer-Skorpionchen. Da hau ich mal mit drauf. Das Gift macht uns echt nichts aus, aber die Beschreibung sagt eigentlich so, auf 20 ist eigentlich schon Max. Deswegen wundert es mich gerade, warum wir so viel haben und uns jetzt erst nichts mehr ausmacht. Oh man, wir stehen voll in der Giftwolke drin. Das stört uns gar nicht. Na, kommt schon. Da. Guck mal. Ja, große Leere. Er ist sehr nah an mich gekommen. Also, wenn ihr mal Bodyguard zieht, dann holt euch Killer-Skorpion. Aber nicht irgendwelche Killer-Skorpion. Die müssen schon höher levelig sein.
Eben haben wir mittlerweile auch ganz viel müssen. Zweimal. Ja gut, Spinnen. Wir sind eigentlich nur noch da, damit da Spinnen sind. Das ist Lückenfüller. Was ist hier? Oh, guck mal, hier ist ein Fluss. Hier ist ein Fluss. Gibt's denn wie warte mal. War gerade Gold. Zweimal Gold hat er sogar verloren. Skorpionfalle, nice. Die nehme ich auf jeden Fall. So. Ah, hier ist vorbei. Weiter runter geht's nicht. Auch mal ein bisschen. Bisschen im Kreis. Jetzt war ich enttäuscht von euch, Killerskorpione. Ich musste mein eigenes Schwert erheben. So. Weiter wird denn jetzt eigentlich erkundet? Warte mal, ich gucke gleich mal auf die Karte, wenn wir da mal links drüben sind. Irgendwo wird es da dann schon Ende geben. Ja, da ist es. Mal kurz gucken. Da ist schon ein Stück. Ist schon ein Stück. Schaut ja ganz gut aus. Ah, dann laufen wir hier rechts rum. Dann kreisen wir das so nach und nach ein, würde ich sagen, ha? So. Ah, guck mal. Hier bin ich auf der Höhe von dem Dorf. Ah. Eigentlich auch nicht schlecht. Die müssen nicht viel verteidigen bei ihrem Dorf. Wenn die ringsrum Gebäude, so einen Felsen haben. Na komm, das macht ihr. Ich bin auch faul. So. Da ist jetzt weit und breit nix. Den nicht getötet. Was soll denn das? Da. Immer da ist noch irgendwas Rotes. Da. Na, Gold. So, wir laufen im Kreis. Weiter im Kreis. Ich würde sagen, kurz bevor wir gehen. Ah, das ist das Haus von dem Magier. Kurz bevor wir, gehen, gucken wir nochmal bei jedem Händler vorbei, ob der vielleicht jetzt doch noch ein bisschen was Schöneres für uns hat. Wenn die nichts Besseres haben sollten für uns, dann bringt es uns eh nichts. Jetzt sind wir aber ziemlich weit. Können wir auch mal gucken. Dann lohnt sich das auch. Jetzt habe ich immer wegen ein paar Rüstungsteile gleich ein neues Teil zu kaufen. Dann haben wir so ein Ticken besseres Zeug findet. So. Lohnt sich kaum. Vor allem wie Elza, wo wir ja in der Position sind, wo wir wirklich sagen, Gott, das macht kaum noch was aus gerade. Weil wir eh mega stark sind. Bin ich denn jetzt hier auf den Stein raufgekommen? Ah, die Treppe habe ich gar nicht gesehen. Guck mal. Oh, ich habe gerade gewartet. Gleich wird es zu schwer sein, gleich wird es zu schwer sein. Würde man fast behaupten. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee komme. Also einmal... Oh nein. Oh Gott sei Dank. Einmal... Würde ich fast mal sagen. Ja, du sollst dich nicht ins Bett legen. Du sollst hier, Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee komme. Hä? Ich habe mal gedacht, da geht's jetzt durch. Ah, doch. Bild andrücken. Ich gehe mal kurz auf Heal.
stabiler Tisch. Da ist was drin. Da ist ein Schlüssel drin. Mehrere. Ich nehme einfach mal alles mit. Ich trage zu viel. Ah, es war so klar. Ich trage zu viel. Ich trage zu viel. Es war so klar, dass... Es ist verschlossen. Was macht? Knack mal auf. Zack. Orange. Ich trage zu viel. Das so gar nicht. Ich trage zu viel. Ich habe nicht den passenden Schlüssel für dieses Schloss gefunden. Ja, dann knack's auf. Misslungen. Verdammt. Es ist verschlossen. Ich habe keinen Schlüssel für dieses Schloss. Schlösser öffnen. 5 ist misslungen. Es befreit mich, Mensch. Protoss soll kommen. Sollte Protoss kommen, beweichen. Eine Schlange. Das klingt nach einer guten Idee. Wer ist Protoss? Protoss machte uns zu dir und befreit mich. Ich würde dieser Schlange nicht vertrauen, Held. Ich schlage vor, ihr lasst die Wölfe frei. Sie hassen Protoss. Sagt die Kuh. Meine Kuh, könnt ihr alle sprechen? Ja, Maria Protoss nahm uns gefangen und zwang uns diese Gestalt. Was ist mit den Wölfen? Wer seid ihr? Herrlich. Mal sehen, was unsere kleinen Süßen so treiben. Zeit für die Milch. Was? Ein Eindringling? Wo ist eure Armee, Fremdling? So ein Pech, dass ihr ganz allein seid. Ich kann noch einen Eber mehr gebrauchen. Den kenne ich schon. Nein, zurück. Zurück, sage ich. Und die Killer-Skorpione gehen halt auch volle Knässe drauf. Katzenstatue bei Benutzung hält in das entsprechende Tier. Ich trage zu viel. So, ich würde mal sagen. Wie wunderbar. Wollt ihr mich die Schlange gerade töten? Nachdem ich sie freigelassen habe? Herrlich. Hallo Kuh. Ich weiß nicht, wie Protoss das dies verbrochen hat und daher kann ich auch hingehen und wie uns helfen. Vielleicht liegt die Antwort in den Gemächern von Protoss verborgen. Protoss und die toten Tiere heilen. Protoss töten und die Tiere heilen. Okay, wir können die Kuh heilen. Die Schlange hat uns angegriffen. Ich würde mal sagen, höchstens hier. Ist Zauber. Die einzige Möglichkeit, den Zauber zu brechen, bietet das legendäre heilige Wasser der Klarheit. Der Brunnen, aus dem Wasser das Wasser sprudelt, soll tief in den Hallen der Zwergen befinden. Nur die Geistlichen der Zwerge haben dort Zutritt. Doch ich bezweifle das an der Existenz dieses Brunnens. Ich nehme also an, ist endgültig. Den Zwergenpriester finden. Gut, das kriegen wir hin. Ich glaube, die Wölfe haben jetzt unsere Killer-Skorpione haben jetzt die Wölfe gekillt. Denke ich jetzt mal. Wir haben jetzt hier nicht mehr viel. Passt auf, ich hau jetzt mal den Stärketrank rein. Fress mal das Essen weg. Dann können wir hier noch den letzten Schluck erkunden. Es fehlt ja wirklich nicht mehr viel. Und dann porten wir uns zur Halle der Zwerge und reden auch mal mit dem Zwergenpriester. Wir sollen das hier mal schnell fertig machen. So. Alter, viele Zombies. Die Killer-Skorpione übernehmen das vollkommen. Ey, jetzt darf ich auch mal. Ich hau auch mal drauf.
muss ja wirklich nichts mehr machen mit den Killerskorpionen. Gar nichts mehr, hey. Nein, ich will da nicht rauf. So, dann müssen wir den Zwergenpriester finden. Und das heilige Wasser holen. Wenn er es uns gibt. Ich weiß es nicht. Dann könnten wir vielleicht auch gleich den Zwerg mitmachen. Mal schauen. Porten uns aber erstmal nach oben. Schauen, dass wir unser Zeug loswerden. Vielleicht haben wir Glück und die Händler haben Gold. Mittlerweile wieder, weil wir haben da ja noch eine Kiste voll liegen. Voll Stuff, was weg muss. Zack, einmal nach oben mit uns. Wir ziehen die Waffen wieder. Wir stecken die wieder ein. Und reden mal mit dem Schmied. Habt ihr was zu verkaufen? Es sind ja auch noch 44 Sachen drin. Hier. Was auch einiges davon ein bisschen mehr wert ist. Und jetzt hoffen wir mal, er hat Gold. Er hat Gold. 32.000, das ist gut. Können wir nicht einmal hier ein bisschen Zeug wegverkaufen? Ich schau mal, dass ich ein bisschen loswert, was mal ein bisschen mehr wert ist. Und das Kleingram, das macht nichts aus. Aber die teureren Sachen vielleicht. Ach komm, hau mal alles rein. Den Zweig auf keinen Fall. Oh ja, der hat vielleicht doch ein bisschen mehr Gold. So, den Rest kannst du aufwiegen. Jetzt hast du noch 8000. Das finde ich super. Bleib mal kurz im Laden. Ich hole mal aus meiner versteckten, aus meinem versteckten Lager was. Müssten die anderen vielleicht auch noch ein bisschen Gold haben wieder? Ich glaube, die sind sehr teuer. Ich trage zu viel. Okay, das ist kein Thema. Das werden wir jetzt gleich wieder los. Können wir da noch ein bisschen verkaufen? Hi, mein Freund. Ich bin wieder da. Ja, ja, ich habe aus meinem Lager was geholt. Schau mal her. Hier, du hast noch 8000, weiß ich. Oh, das ist ja alles eigentlich gar nicht so viel wert. Oh, doch. Der war viel wert. Okay, ich komme gleich wieder. Ich habe noch ein bisschen was. Schauen wir mal, dass wir wirklich alles ein bisschen mitbekommen. Ich trage zu viel. Ich trage zu viel. Wir können ja später stark. Ja, ist ja gut. Aber nicht so stark. Wir können ja später wieder ein wenig Zeug reinschmeißen. Ist ja jetzt kein Thema. So, du hast jetzt aber gleich auch nicht mehr so viel Gold, gell? Wo ist es denn? Hier, 1528 hast du noch. Dann kann ich dir das geben, das geben, das geben. Und jetzt hast du noch wie viel? 400 knapp, warte mal. Ja, dann gebe ich dir das und das. Ja, den Rest schenke ich dir. Ja, ist okay. Ist okay, mein Freund. Wir kennen uns ja jetzt schon lange. Jetzt klappern wir mal die anderen Händler ab. Ich habe die auch schon ein bisschen Gold wieder. Müssten eigentlich haben. Wir waren jetzt lange nicht mehr bei denen. Hallo. Ja, hey, wie geht's dir denn? Das 2700 Gold, das ist ja nicht so viel. Aber es ist so in Ordnung. Hier, und jetzt müssen wir dir noch knapp 1000 Gold geben. Schau mal. Ja, das Zeug ist nicht gewährt hier. Guck mal her. 2400, jetzt noch was. Ja, den Bogen kannst du auch haben. Und den kannst du noch haben. Den Rest schenke ich dir. 65 Gold ist okay. So. Hey, ach ja, ich war da, wo der Schlüssel, wo du mir den Schlüssel gegeben hast. 2900 Gold. Boah, jetzt wird es schon langsam ein bisschen schwieriger, weil das Zeug hier alles ein bisschen mehr wert ist. Ich komme gleich wieder. Schau mal, kaum haben die Gold jetzt immer, wären wir schon viel los. Gut, natürlich bis auf das ganz teure Zeug hier. Ich trage zu viel. Ich glaube, manches Zeug davon ist auch noch sehr teuer. Ich trage zu viel. Also das hebe ich auf. Ich trage zu viel. Ich glaube, die Einsiedler-Dinger und auch sowas, die sind schon gut und aber auch sehr, sehr teuer. Sehr teuer.